Wir wollen das jetzt besprechen mit dem freiheitlichen EU-Abgeordneten und Generalsekretär der FPÖ, Harald Wilimski, erst zurzeit in Washington. Guten Abend, Herr Wilimski. Schönen guten Abend, Herr Wolf. Herr Wilimski, in der Kronenzeitung, deren Wähler für die FPÖ ja nicht unwichtig sind, hat Tassilo Valentin, der sonst sehr oft einer Meinung mit der FPÖ ist, zu CETA wörtlich geschrieben, ich zitiere, die FPÖ hat eines ihrer wichtigsten Wahlversprechen gebrochen, damit hat man zigtausende Wähler verraten. Das ist ein sehr schwerer Vorwurf, was antworten Sie darauf? Also zunächst einmal eine Erklärung, warum hinter mir das Weiße Haus ist und ich in Washington bin. Ich bin aktuell mit dem Wiener Vizebürgermeister Dominik Knepp und meinem Kollegen im Europaparlament, dem Georg Mayer, hier in Washington auf Einladung der US-Botschaft in Österreich. Und wir führen eine Vielzahl hochinteressanter Gespräche im Bereich etwa Antiterrorismus-Tätigkeiten, im Bereich internationaler Abkommen für mehr Sicherheit, Datenschutzabkommen und so weiter und so fort. Und um Ihre Frage zu beantworten, was CETA betrifft, reden wir hier im Prinzip von verschütteter Milch, weil das Ganze ist 2016 durch den damaligen Bundeskanzler und noch SPÖ-Chef Christian Kern im Alleingang auf Schiene gebracht worden und ist provisorisch in Kraft seit September 2017. Also wenn Tassilo Valentin hier Kritik übt, dann muss er das an die richtige Adresse adressieren und das ist die österreichische Sozialdemokratie, das ist der abgewählte Bundeskanzler Christian Kern. Naja, ganz so ist es nicht. So sehr verschüttet ist die Milch noch nicht. Sonst hätte man ja den Beschluss im Ministerrat heute nicht gebraucht und sonst würde man ja den Parlamentsbeschluss auch nicht brauchen. Fakt ist, dass die FPÖ noch wenige Tage vor der Nationalratswahl gesagt hat, eine Volksabstimmung über CETA ist eine Bedingung für eine Koalition. Zum Beispiel ihr Parteichef Strache am 18.09. im Report. Hören wir uns das kurz an. CETA, das umstrittene Freihandelsabkommen. Da wollen Sie eine Volksabstimmung. So ist es, absolut. Ist das eine Koalitionsbedingung? Das ist eine Bedingung. Und hier hat die österreichische Bevölkerung natürlich in einer verbindlichen Volksabstimmung auch die Entscheidung zu treffen und nicht wieder irgendeine Partei oder Parteien, die im Hinterkammerl des Parteisekretariats das ausmauscheln. Genau das haben Sie aber heute gemacht, Herr Wilimski, oder? Also schauen Sie, wir haben eine Volksabstimmung darüber mehrfach verlangt, wir haben es im Jahr 2016 mehrfach verlangt, sind immer wieder gescheitert, auch an den Sozialdemokraten. Die SPÖ mit dem Bundeskanzler Kern hat selbst eine Mitgliederbefragung durchgeführt. 88% der Sozialdemokraten haben Nein gesagt. Das muss man mal alles in aller Deutlichkeit sagen. Wir haben die Bundespräsidentenwahl gehabt, wo unser Kandidat, der Norbert Hofer, gesagt hat, für den Fall, dass er gewählt wird, dann wird er das nicht unterschreiben, ohne Volksabstimmung auch entsprechend durchzuführen. Und das ist die reine Faktenlage, wie sie sich zurzeit darstellt. Ja. CETA ist seit September tatsächlich in Kraft. Herr Wilimski, der Parteichef hat zwei Wochen vor der Wahl gesagt, wir machen keine Koalition ohne Volksabstimmung über CETA. Und jetzt haben Sie eine Koalition gemacht ohne Volksabstimmung über CETA. Das ist doch ein klassischer Wortbruch. Wir haben mehrfach diese Volksabstimmung beantragt, sind immer wieder gescheitert an den Sozialdemokraten. Unser Kandidat für den Präsidentschaftswahlkampf, Norbert Hofer, hat es mehrfach und unmissverständlich gesagt. Eine Mehrheit hat eine andere Lösung bevorzugt. Und die Möglichkeit besteht ja immer noch, dass der grüne Bundespräsident Alexander Van der Bellen hier entsprechend auch agiert. Aber der Ball ist im Wesentlichen vorbei. Und die Geschichte ist jene, dass CETA im Jahr 2016 durch die Sozialdemokraten provisorisch im September 2017 in Kraft getreten ist. Und daran, glaube ich, kann man nicht rütteln. Doch, wenn das Parlament das nicht ratifiziert, dann treten die Schiedsgerichte nicht in Kraft. Sie hätten die Macht dazu. Also erstens einmal ist diese CETA-Geschichte für uns etwas, was uns nicht freut. Wir waren immer dagegen, haben das auch immer offen und klar gesagt. Und was aber jetzt durch diese neue Regierung in Österreich möglich ist, im Bereich Migration eine komplette Wende der bisherigen Politik einzuleiten, im Bereich Asyl eine Zurückdrängung der großen Ströme von Menschen, die ins Land dringen, im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung, im Bereich der Steuerentlastung, im Bereich vieler Reformen, wo wir genau das machen, was unsere Wähler erwarten. Und da haben wir den letzten Teil dessen, wogegen wir immer angetreten sind. Sie haben recht, dass dieses CETA-Abkommen haben wir in Kauf genommen, auch ein Wunsch des Koalitionspartners. Bleibt aber trotzdem bei der Sache, dass im Jahr 2016 vom Bundeskanzler, abgewählten Bundeskanzler Christian Kern, CETA im Alleingang beschlossen wurde, seit September 2017 provisorisch in Kraft ist. Und bei den Schiedsgerichten, die Sie angesprochen haben, ergibt sich die Situation, dass es keine Privaten mehr sind. Insofern eine deutliche Verbesserung. Es sind öffentlich-rechtliche Schiedsgerichte mit Berufungsinstanzen. Also dieser Giftzahn ist gezogen worden und das ist gut so.
Aber Herr Wilimski, Sie wissen auch ganz genau, dass diese Regelung mit den Schiedsgerichten schon genauso war, als die FPÖ dieses Abkommen noch als Koalitionsbedingung verhindern wollte. Also es war so, dass diese privaten Schiedsinstanzen Thema waren und jetzt gibt es die Situation, dass mit Berufungsinstanzen auf öffentlich-rechtlicher Basis hier Schiedsgerichte erfolgen und aus den Händen der Privaten das Ganze entrissen wurde. Aber für uns war wichtig in diesem Regierungsübereinkommen, dass wir in den ganz zentralen Bereichen, die wir den Menschen versprochen haben, Migration, Asyl, Kriminalitätsbekämpfung, Steuerentlastung, auch ORF-Reform, Herr Wolf, ist eines dieser Themen, wo wir liefern wollen, da österreichischen Bevölkerung und unseren Wählern. Und da bleiben wir im Wort. Und diesen kleinen Teil der Schiedsgerichte, der sich wesentlich entschärft hat, weil es nämlich keine privaten mehr sind, sondern öffentlich-rechtliche, da geben wir unsere Zustimmung richtig. Ich möchte nicht, dass unsere Zuseher verwirrt sind. Dieser Teil mit den Schiedsgerichten war vor einem Jahr auch schon so geklärt. Das ist nicht in den letzten Monaten passiert. Jetzt trotzdem war es ja letztlich ein Tauschgeschäft. Die ÖVP leidet unter einem Teil im Koalitionsabkommen sehr, nämlich unter dem Rauchverbot, das nicht gekommen ist. Da hat die ÖVP gesagt, das war eine absolute Bedingung der FPÖ. Ohne die jetzt keine Koalition gegeben, haben wir es halt in Kauf genommen. Sie leiden sehr unter CETA und sagen, mussten wir in Kauf nehmen. Aber hat sich dieses Tauschgeschäft für die FPÖ rentiert? Rauchverbot gegen CETA? Ja, so kann man das nicht bezeichnen, das Tauschgeschäft. Aber Faktum ist, dass eine Koalitionsregierung immer natürlich das Zusammenführen zweier unterschiedlicher Willenslagen ist. Und für uns maßgeblich war und ist, wie wir uns in den zentralen Bereichen durchsetzen konnten, im Bereich Migration, Asyl, Kriminalitätsbekämpfung. Das sind die wichtigen Punkte, wo die Österreicherinnen und Österreicher von uns klare Lösungen wollen. Und die bieten wir, sonst hätten wir in den aktuellen Umfragen nicht ein weiteres Plus und bereits 29% in den Umfragen. Wir sind auf Kurs. Die SPÖ, die jetzt dieses CETA-Theater macht, für das sie selbst verantwortlich ist, ist weiter im freien Fall. Also ich glaube, man braucht sich um uns keine Sorgen machen. Wir erhalten derart viel Zuspruch vom Wähler für unsere Politik, dass wir weiter bestärkt unseren Kurs auch gehen werden. Eine letzte Frage habe ich noch zu einem ganz aktuellen anderen Thema von heute. Vizekanzler Strache hat auf Facebook sehr überraschend heute ein Posting verteilt des ehemaligen BZÖ-Chefs Groß über Justizminister Moser, in dem Moser ganz, ganz heftig kritisiert wird, und zwar wegen dieser Anklage der Staatsanwaltschaft gegen die rechtsextremen Identitären. Und da heißt es wörtlich, vielleicht wäre es besser, wenn man dich, Moser, in die wohlverdiente Pension entlässt oder du führst endlich deinen Saftladen, das Justizministerium, selbst. Ist das die offizielle FPÖ-Position zu Moser? Ich kann das jetzt nicht beurteilen, weil ich heute im States Department war und da wichtige Gespräche geführt habe. Aber Sie wissen, wie das mit Postings ist, Herr Wolf. Ja. Man teilt einfach Dinge, wenn man darüber Diskussionen möchte, wenn man auch vielleicht mit Dingen nicht einverstanden ist und daher eine Diskussion darüber in seiner eigenen Follower-Community zulassen möchte, wenn man da und dort Themen thematisieren möchte. Ich glaube, dass Dinge, die von uns veröffentlicht werden, dann uns zugeordnet werden, wenn sie auch tatsächlich unseren Ursprung haben und nicht, wenn es geteilte Sachen sind. Also ich retweete auf Twitter zum Beispiel auch Sachen von Ihnen, Herr Wolf. Das heißt nicht, dass ich mit allem einverstanden bin, was Sie sagen. Gut, das wundert mich natürlich, aber ganz konkret, die FPÖ ist happy und zufrieden mit Justizminister Moser. Wir sind in Summe mit dieser Regierung unglaublich zufrieden. Sie sehen ja, dass die Regierung nicht nur, was den freiheitlichen Teil anbelangt, sehr stark zulegen kann, sondern die Regierung als Bündnis sehr starke Zustimmung vom Wähler erhält. Also weniger eine Frage, ob wir damit zufrieden sind. Die Menschen sind zufrieden und wir gehen unseren Kurs weiter. Das heißt, eine Wende in der Migrations- und Asylpolitik, eine Bekämpfung der Kriminalität, wenn wir als nächsten großen Schritt vor eine Steuerentlastung durchzuführen und so weiter und so fort. Ja, aber das interessiert die Menschen und das ist wichtig und nicht, wenn irgendwo ein Posting geteilt wird, wo jemand anderer etwas sagt. Und das heißt ja nicht, dass man hier alles auch entsprechend unterschreibt. Wir sind zufrieden mit dieser Bundesregierung. Die Menschen sind es. Und damit, glaube ich, sind wir auf einem guten Kurs, den wir weiter verfolgen werden. Herr Wilimski, vielen Dank für das Gespräch und guten Abend nach Washington. Dankeschön für die Einladung.